Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir ja mitten in der Action aufgehört. Bei diesen Roboterrennen hier. Und ja, wir versuchen jetzt immer noch hier reinzukommen. Wir haben die schlimmsten Gegner, glaube ich, schon erledigt. Wir versuchen uns jetzt hier an den Rest. Ja, diese eiserne Jungfrau, die war schlimm. Des eifrigen Ernies. Oh, da fällt mir ein, ich habe ja von Dingens hier, dann von Margaret aus der letzten Folge. Ich erinnere irgendwas. Margarets Notiz, genau. Mama, Russell ist jetzt seit mehr als einem Tag weg und ich mache mir langsam Sorgen, wir sollten es dir nicht gleich sagen, aber wir haben einen als Hohlmann aus der Vorkriegszeit im Bootsschuppen gefunden. Anscheinend hat jemand James im Abfluss des Ende des Kanals versteckt. Okay, Russell dachte, wir könnten sie vielleicht an einen Händler verkaufen, um noch ein weiteres Brahmin anzuschaffen. Ich werde nach ihm suchen, keine Sorge, scheuen an, weit wieder Magie. Magie. Magie, got my heart. Nein. Und Notiz des eifrigen Ernies irgendwie so, ne? Ja, glaube ich. Oh ja, das Schutzgeld schon wieder erhöht. Wir zahlen mittlerweile fast die Hälfte unserer Einnahmen an Libertalia. Bücher, du musst dir einen besseren Weg finden, sie rennen zu manipulieren. Schalt ein paar Bots aus und schau mal, was du tun kannst. Okay. Ihre ist auf Wert falsch. So. Ich mach mal neuen Rest hier platt. Hier war noch irgendwo ein Geschütz, der mich die ganze Zeit angreift. Bin ich erreicht von da? Wahrscheinlich ein bisschen. Nicht der iPod kommt jetzt auch noch auf mich zu. Nehme ich hier Mr. Handys und oder Gatsis und all seine Jungfrauen erledigt habe, ne? Sie amüsiert sich einfach nur, ich das Gefühl. Das ist doch mal eine geile Siedlung hier. Nicht Siedlung, aber ich hoffe, hier kann man eine Siedlung machen. Eifriger Ernie, ah, da war er ja. Schön mit dem Scharfe zu werden. Der eifrige Ernie ist irgendwo da, der einen Totenkopf hat. Das beruhigt mich natürlich wieder sehr. Macht mich wahrscheinlich fertig. Nix da. So. Was ist da passiert? Der eifrige Ernie. Scheiße, was war das? Das wird sicher lustig. Ist das ein Witz? Das muss ein Witz sein. Hier geblieben. Was ist das? Kavallerie. Musik. Da bist du. Was schießt du denn da? Sieht irgendwie nicht so gesund aus. Das ist nur so ein Geschäftsmann, ne? Aber hältst doch gar nicht viel auf, Mann. Ich habe nicht so eine Angst. Ja, du bist jetzt einer, der mich mit einem Schlag weghaut, oder was? Dann nix. Ah, sind wir jetzt ja fertig. Sammlung. Ich hoffe nur, es ist nicht kopiergeschützt, ey.
Ah, schön. Aber bitte sagt, man kann hier eine Basis bauen. Das ist ja richtig geil hier. Ein Problem, ich weiß nicht, was ich mit den Rest der Folge machen soll. Erfahrung. Hoffentlich hat es ja auch gelohnt. Ja, war richtig heftig hier. Boah. Ehrlich? Ja, weil die gehen jetzt nicht auf mich zu. Auf mich los, meine ich. Einsatzgebiet kompromittiert. Oh nee. Die haben mich jetzt hier vollkommen fertig gemacht, habe ich das Gefühl. Noch so ein Viech, ey. Ehrlich? Jetzt geht das schon wieder los, das Gleiche. Ich habe sie noch nie so todesrichtig gesehen. Keine. Mysteriöse Unbekannte kann auch mal ein paar Mal auftauchen, wenn er will, ne? Du warst nicht derjenige, den ich treffen wollte. Oh, jetzt geht der ganze Kack wieder los. Habe ich danach gespeichert? Ich glaube ja, ne? Ich bin auch irgendwie ein bisschen doof, kann das sein? Schade, ich hätte das irgendwie so anders machen können hier. Ich habe da auch noch gespeichert, bin ich eigentlich vollkommen irre. Ah, oh, die ist nicht weg. Aber Fusions Olli. Was? Na, ich mach ja auch noch fertig. Oh. Der mich voll fertig macht. Boah, an dem sieht man echt den Schaden und so, ne? Der stinkt langsam. Was? Warum so wenig? Ah, sehr gut. Oh Gott. Glück, dass ich gerade Stahl brauche. So, haben wir es jetzt? Ja,
Ich das so eine gute Idee war. Aber egal. Ich kann hier nichts unangetastet lassen, hallo? Irgendein Gegner ist ja noch anscheinend. Rennstreckenwerbung. Der Oktoberklassiker, Sonntag 31. Oktober 2077. Weit mit den. Okay, cool. Kann ich diese Rennen irgendwie aufleben lassen wieder? Ah, verdammt. Hätte ich vielleicht auch so machen können, ne? Verdammt. Ja, jetzt ist. Es ist halt passiert, also ist es passiert. Schade, hätte ich ihn noch weiter rennen lassen können. Ich hätte Gefühl. Was war das? Ehrlich, jetzt noch einer. Was willst du denn? So cool. Ein bisschen schade, dass ich die Rennen abgebrochen habe. Fand ich irgendwie witzig. Ja, jetzt soll's. Perfekt. Ich bestimmt, nachdem ich die aktiviert habe. Hätte ich wahrscheinlich, als ich die Reserveroboter aktiviert hatte, Kampfsperren aktivieren. Deaktivieren. Nee, aktivieren, ja. So ist richtig. Dann werden die vielleicht weitergerannt. Scheiße! Haben sie verloren. Das ist es nicht wert. Wir sind mir noch. Oh Mann, komm zurück! Ich hatte gerade voll den Spaß! Okay, okay. Komm mal schon. Hey, was geht? Puff. Ah, das ist nicht witzig, das ist krank. So, gehen wir mal da hoch. Ja, wie kommt man da hoch? Damit, ich will den eifrigen Ernie hier rankommen. Komme ich gar nicht. Dann muss man doch da oben. Glaube ich. Wer hängt sowas als Dekoration auf, ehrlich? Komm ich da rüber? Da. Keine Werkstatt hier. Was ist da? Nein. Eine Laborstation, aber keine Werkstatt bis jetzt. Hoffentlich. Da waren die Reserveroboter drinnen, ne? Solange wir hier sind, sollten wir uns ein paar Infos für unsere Wetten beschaffen. Die sind alle tot. Ich hatte keine Wahl, keine Möglichkeit, hier friedlich reinzugehen, aber ja, Problem. Ich hätte die vielleicht nicht getötet, obwohl aber meine Mission, ne?
Schade. Ich hätte die Rennen nur gerne weitermachen lassen. Ja, ehrlich. Was hat blöd hier? Also. Oh, cool. Ich dachte immer, dass diese Terminals reine Zeitverschwendung wären. Sind sie auch. So, jetzt irgendwie da hoch. Jetzt habe ich jetzt keine Werkbank. Schade. Werkstatt meine ich. Ja, auf jeden Fall Spaß hier. Dann mal im nächsten Playthrough werde ich mal hier rum experimentieren. Aber ist auch blind, ich habe keine Ahnung, was hier passiert, was ich hier mache. Deswegen lasst mich Konsequenzen halt, ne? Ich mach Fehler. Und man muss einfach zu denen stehen. Und das sieht die ganze Zeit so aus, als wäre da so ein riesiger Roboter. Ich frage mich ja, wie die Finale von Fallout 3 hier toppen. Den riesigen, Spoiler. Fallout 3. Am Ende ist ja dieser riesige Roboter hier, den man beschützen muss. Der auch so mit Atombomben um sich wirft. Oh. Bingo. Schlossknacken ist dauerhaft einfacher. Und ja. Ob ich wieso das toppen wollen, ja. Im letzten Kampf mäßig. Aber ich bin ja noch relativ am Anfang des Spiels. Ich weiß ja noch gar nicht, ob überhaupt so annähernd am Ende kommt. Wen wir am Ende bekämpfen und so. Und was weiß ich. Thing apparent happened, mein Gott. Jetzt kann Bock, das dauert doch ewig. Exciting. Immer mit Ding. Imposing. Speeding. Sehr gut. Ich hätte die Roboter hier voll für mich arbeiten lassen können. Aber naja. Ich bin von der falschen Seite gekommen. Da sollte ich dann wissen, was hier alles... Schlüssel ist Eifring Arnie. Da sollte ich dann wissen, was wir hier noch machen können und so. Ja, war es ja, glaube ich, ne? Entschuldigung. Ja, dann kommen wir ja zurück nach... Jetzt gehen. Da kann ich eigentlich noch hinrennen, ne? Dauert ja nicht lange. Irgendwann ein cooler Ort gewesen. Geile Idee, finde ich. Ja, eine eiserne Jungfrau habe ich ja. Habe ich ja erkundet, ne? Durchsucht. Ja, das hätte ich gerne Level Up, ne? Aber geil. Der Typ gibt mir wahrscheinlich wieder direkt eine neue Mission, der andere. Der Preston. Hast du dich schon um diese Raider kümmern können? Ja. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ach, übrigens, wir haben nochmal geredet und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Ich denke, das Ganze hat noch eine Chance verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. Ja. Okay, dann...
Hier war zurück. Wir haben jetzt zwei Sachen, die wir abgeben können, glaube ich, ne? Besten Garway. Ja. Level Up kriegen wir auf jeden Fall. Und. Na. Gehen wir nach Sanctuary, wo meine, wo die Zufriedenheit der Leute irgendwie immer weiter steigt anscheinend. Wo ich gar nichts mache. Ich mache ehrlich gesagt gar nichts da. Ne? Aber naja. Ich verlagere sowieso alle meine Begleiter wahrscheinlich in die Red Rocket Station. Ja, Raststätte, was weiß ich. Ah, warum gibt mir wieder 3-4 neue Missionen direkt? Weil ich nicht mal eine Wahl habe, irgendwie abzulehnen oder so, ne? Dann gibt mir direkt eine neue. Weil immer wieder welche offen sind. Kacke. Weil irgendwann sind da alle Siedlungen weg, ne? Hallo. Probleme. Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Nein. Ich habe den Ort gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein zu... Ja, wie üblich habe ich noch was anderes, um das du dich kümmern könntest. Eine Gruppe Ghule hat sich in der Nähe einer Siedlung eingenistet. Die Leute könnten unsere Hilfe brauchen. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Wir können jede Unterstützung brauchen. Also sieh mal, was du tun kannst. Na, das habe ich doch schon gemacht. Ich muss dich mal was fragen. Meinst du, wir sind bereit, nein, die Burg zurückzuerobern? Ich habe die Raider erledigt. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Wie üblich habe ich noch was, um das du... Es gibt eine weitere Siedlung, die unsere Hilfe braucht. Ich hoffe, du kommst schnell hin. Wir müssen den Leuten zeigen, dass die Minutemen zurück sind. Sie sind hier. Ich hoffe, du kannst ihnen helfen. Wir müssen den Leuten zeigen, dass sie sich wieder auf die Minutemen verlassen können. Oh Gott, mein Gott. Eine Quest nach der anderen. Ja. Leveln wir mal ab. Level 25 gab es irgendwas. Ja. Waffenfree, du hältst Zugang zu Rang 3 Mods für Waffen. Damit. Natürlich als nächstes. Ja, Wissenschaft. Level 28. Verdammt. So, jetzt kann ich noch bessere Waffen haben. Kate, okay, was sagst du zu all dem? Ja? Hey. Ja? Was denkst du, wie es so zwischen uns läuft? Ich versuche immer noch rauszufinden, was du von mir willst. Irgendwann schaffe ich es. Okay. Was denkst du, wie es so zwischen... Ich weiß nicht, ob ich dir wirklich etwas bedeute oder ob du mich nur dazu benutzt, die Kugeln für dich abzufangen. Das wird wohl nur die Zeit zeigen. Was meinst du? Schluss jetzt mit der Plackerei. Ich will nur noch zum nächsten Wasserloch. Okay. Mehr gibt es nicht. Von mir aus? Ich glaube, irgendwann tue ich mal mein Gesicht irgendwie ändern. Ich sehe so alt aus irgendwie. So, gehen wir noch nach Diamond City und kaufen, verkaufen und was weiß ich. Das ist genau gleich, was ich letztens schon gemacht habe. Ja, okay. Irgendwann können ja keine Siedlungen mehr. Oh, hier sind wir noch nicht gewesen. Okay, Diamond City. Weiß nicht. Irgendwann können ja keine Missionen mehr sein, die... irgendwann gehen denen ja die Orte aus. Außer die schicken mich zu Orten, die doppelt sind. Die können mir nicht durchgehend irgendwie neue Missionen geben. Oder hatte ich irgendwie eine Wahl, ob die irgendwie anzunehmen oder nicht. Weil die Bruderschaft schickt mich ja noch irgendwo hin immer. Habe ich ja die Dinge zu mich auch nicht irgendwo noch hinschicken, die Railroad. So. Ja? Ich verkaufe zwar so ziemlich alles, aber nichts davon ist Schrott. Mal kaufen. Lass mal sehen, was du so hast. Alles, was du. Warte mal, ich kriege ja jetzt bessere Preise, ne? Ein bisschen.
McDermott. Ja, weg damit, weg damit, weg damit. Teilrüstung behalte ich erstmal. Habe ich Zigaretten und so was. Okay, cool. Warum beschäftigst du dich damit? Willst du etwa ein Museum aufmachen? Hab's doch gerade verkauft. Ja, langsam mehrt sich mein Geld. Okay, ich weiß nicht, was ich den Rest des Parks noch machen soll. Deswegen, also nicht. Reden wir mit ein paar Leuten über nicht später. Ach ja, das habe ich auch schon lange mal gefunden. Natürlich. Da ist jede Menge Blut, das in den Chirurgiekeller führt. Ich muss irgendwie da runterkommen. Oh, was? Jetzt erst, ehrlich? Ich dachte, boah, echt. Ich habe mich in dem Haus von ihm umgeschaut und nirgendwo war irgendwie ein Hinweis, der mich hierhin führt. Irgendwann habe ich diese Blutdinge gefunden. So lange. Ich habe jetzt aber nicht gewusst, dass das irgendwie zusammenhängt. Das ist echt ziemlich schwierig, weißt du? Aber ich glaube, wir sind fast fertig. Unser kleiner Fehler wird endlich korrigiert. Oh, hi. Oh, böse, böse. Du solltest nicht hier unten sein. Aber ist schon okay. Ich krieg alles hin. Alles. Was hast du mit Earl Sterling gemacht, Crocker? Was habe ich denn getan? Ich habe doch nichts getan. Es war Earl. Er wollte nicht zufrieden sein. Gucken wir doch noch ein bisschen weiter hier. Patienten bekommen ein schönes neues Gesicht. Böse Patienten bluten alles voll, weil sie das Leben ihrer Ärzte zerstören wollen. Ja, wird sowieso nicht klar. Du hast also operiert und Earl hat es nicht überlebt, ja? Ich habe vorher eine kleine Prise Jet genommen. Dann habe ich wohl ein paar Arterien zu viel durchtrennt. Kann doch jedem passieren, oder? Aber ich bin ein Problemlöser, klar? Ich wusste, wenn Earl verschwindet, denken alle, das Institut hätte ihn entführt. Warum sollten die Leute glauben, das Institut hätte Earl Sterling entführt? Das machen die doch. Das haben die immer schon gemacht. Ohne eine Leiche gibt es nur Vermutungen. Und darum muss Earls Leiche weg. Das hast du also getan. Earls Körper aufgeschlitzt. Man kann einfach keinen. Was soll diese Frage? Wir drehen uns ja voll im Kreis. Loswerden, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Zum Glück ist die Metzgerei nicht weit weg. Wenn dort jede Woche eine Kiste Gammelfleisch mehr im Müll landet, wer würde sich die Mühe machen, genauer hinzusehen? Glaubst du wirklich, du kommst damit durch? Damit durchkommen? Du weißt wohl nicht, wer ich bin. Ich bin Doc Rocker. Doc Crocker macht keine Fehler. Und wenn das alles hier vorbei ist, der Typ, wird ne, es auch keinen Grund geben, Mundbewegung. Das zu bezweifeln. Du hast einen Fehler gemacht, aber du kannst immer noch das Richtige tun. Überleg doch. Das habe ich. Keine Sorge. Ich mach... Oh Mann. Das sollten wir öfter mal machen. Ah, super. Was ist hier los? Das wird wohl eine Trauerfeier mit geschlossenem Sarg. Ich glaube, du schuldest mir eine Erklärung. Was ist hier passiert? Dr. Crocker hat Earl Sterling ermordet. Sie selbst. Dr. Crocker hat Earl ermordet? Die Gesichtsoperation. Dann ist er also damit durchgekommen. Das erklärt einiges mehr, als mir lieb ist. Dr. Crocker war sein Ruf immer sehr wichtig, aber das ist unmenschlich. Wie geht's jetzt weiter, Doc? Jetzt muss ich einen Bericht schreiben. Die Sauerei wegmachen und unseren Patienten einiges erklären. Du solltest jetzt gehen.
Ein Mediziner sollte sich um diese Verunreinigung kümmern. Jo, und ich bin nur Professor. Nicht Mediziner. Wir sind jetzt aber nicht weitergekommen, ne? Da habe ich den Schlüssel. Hat uns wenigstens Munition gespart. Ah, okay, ich spreche mit Ellie. Ah ja, stimmt, na klar. Wir haben die Leiche von ihnen gefunden, natürlich sind wir weitergekommen. Meine Güte. Würde ich auch sagen, das machen wir. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.